Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Brotherhood. Das letzte Mal ist schon zu lange her, ich habe keine Ahnung. Ist halt echt so. Also, ich habe jetzt endlich mal meine Aufnahmen wieder halbwegs unter Kontrolle. Ich habe jetzt letzte Woche einen Tag 7 Folgen Tomb Raider aufgenommen. Und jetzt habe ich die halt geschnitten und gerendert. Den morgigen Tag werde ich damit verbringen, Assassin's Creed aufzunehmen. Na gut, nicht nur, ich muss auch lernen. Und halt genug vorarbeiten. Undertale müsste ich halt mal schneiden, es ist schon fertig aufgenommen. Und wie lange dauert es eigentlich bis zu unserem Versteck zurück? Ja, ist nicht mehr so weit. Ich will halt unsere Assassinen jetzt als Meister ausbilden. Dass die mir halt nützlicher sind. Ja, auf jeden Fall, Undertale ist fertig aufgenommen, muss aber doch geschnitten werden, ja. Tomb Raider habe ich jetzt einige Folgen aufgenommen, die müssen jetzt noch hochgeladen werden und, Thumbnails erstellt und alles. Und Assassin's Creed muss jetzt halt aufgenommen werden. Ich gebe es zu, Assassin's Creed ist gerade sehr anstrengend für mich. Weil es immer wieder Probleme gibt. Einfach immer wieder so Fehler, die mich aufregen beim erneuten Durchspielen. Ich werde jetzt also als nächstes erstmal wieder sehr lange die Story durchpowern. Und dann bei Laune die storylastigen Nebenmissionen mitnehmen. Definitiv erledigt wird die Christina-Mission. Bei allem anderen muss man ein bisschen schauen. Also hier Copernicus zum Beispiel. Würde mich interessieren, habe ich selber auch noch nie durchgespielt. Die Missionsreihe. Ja, mal gucken. Leia Shea Walkan Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Denkt immer dran. Erfolge auf dem Putzhorn. So, hier ist meine Karte. Den werde ich jetzt mal... Ja gut, das ist alles voll, das ist voll, das ist voll. Genau, die kriegen dann übrigens noch mehr Rüstung und Waffen. Okay. Die hier müssen noch auf Mission geschickt werden. Barcelona. So. Dann kriegt mein Level 1 Rekrut mal ordentlich Power. Dann kriegen die noch ordentlich was mit. So, Stufe 4 Missionen kann der locker ohne Probleme machen. Hier kriegst du eine Stufe 3 Mission. So. Und dann gab es hier hinten, genau, die Schnellreisestation. Die nutze ich dann auch mal, damit wir, erzähl schon. Hier schneller hochkommen. Das hier ist die nächstbeste Option, würde ich mal schätzen. Bin mir gerade nicht so sicher. Mal schauen.
Also wie gesagt, es geht jetzt daran, die nächsten Story-Missionen zu machen. Wenn ihr ein oder zwei mehr Tryptychons kauft, gebe ich ein... Was kann ich hier kaufen? Gemälde. Selbstporträt. Grazie und kommt bald wieder. Ich glaube nicht, dass das Selbstporträt von ihm ist. Ja, also wie gesagt, Assassin's Creed Brotherhood war früher eins meiner liebsten Spiele. Es reizt mich aber aktuell sehr stark und das nicht im positiven Sinne. Weil es einfach, hier stört mich einfach vieles an der Technik und das ist... Tschüss. So. Warte mal, ist meine Mission hier überhaupt auf der Engelsburg? Ja, gut. Ah ne, warte, meine Mission ist dort hinten. Oder? Ich glaube, ich muss hier gar nicht, oder? Doch. Ich muss dort in den Hof rennen. Dann kann ich hier wahrscheinlich hochschwimmen. Ich hoffe es zumindest. Dass er es schafft, sich daran festzuhalten, ja. Gott sei Dank, ey. Ich hätte sonst wieder geschrien. So, Requiem. Okay. Das ist wenigstens etwas schön hier. Ich kenne den Mann. Lass ihn nicht entwischen. Da ist er. Aha. Gut, ja, volle Synchronisation direkt mal fehlgeschlagen, aber scheiß darauf. Hä? Gut. Ja, direkt mal... Oh, Ezio! Ihr seht er? Er springt schon wieder irgendwo hin, wo er nicht hin soll. Hey, ihr seid... Gut, erstmal wieder die Wurfmesser auf die 4 legen. Hey, du bist bestraft, Aston! Medizin voll, Gift... Wurfmesser hoch. Und das ist das Schöne, nicht entdeckt werden ist hier optional. So, wohin geht's als nächstes? Auf einmal stehen dort unten zwei Wachen, ne? Ich muss den Papst sehen! Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Geheimtür finden. Ja, und wieder einmal geht's die Engelsburg hoch, oder? Auf der Karte nachschauen, wo der blaue Marker ist. Ja, der ist an der Außenwand. So. Ach, scheiße. Ja,
Ja, funktioniert hier leider nicht wie ein Tomb Raider. Wo man irgendwo gegenspringen kann und dann nochmal sich abstoßen kann, um hochzukommen. Tschüss. Schön war's mit dir. Tschüss. Oh, der lebt noch. Ups. Ich dachte, der ist tot. Ja, scheiße gelaufen. Hm. Armbrustbolzen googeln. Oh ja, ich habe die Tür gefunden. Ich muss einmal durch den Hof durch. Also einmal außen rum und dann die Treppe hoch. So, dann hier hoch. Da rüber. Ach ja, also ich freue mich auch ein bisschen tatsächlich auf Assassin's Creed 3. Au. So. Weil, da wenigstens einige Mechaniken doch schon besser sind. Also es gibt neue Bugs halt. Schön in den Lauf geworfen. So, wieder ein paar Armbrustbolzen. Also ich werfe jetzt auch die Wurfmesser nur, weil ich keine Armbrustbolzen mehr habe. Hätte ich noch Armbrustbolzen, also genügend Armbrustbolzen, um die alle auszuschalten. Krass wandert der Schatten schnell. Dann würde ich natürlich die nutzen. So, und das hier ist jetzt die Treppe, die wir gesehen haben. Die Außentreppe, hier muss man jetzt einmal hochlaufen und dann ist man direkt vor der Tür. Hier drin angekommen, geht's natürlich weiter. Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Was ist ein Cantarella? Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Das Cantarella... Wein? Was ist das? Wo muss ich jetzt hier lang? Ah, okay. Einmal hier außen rum. Und rüber. Und hoch hier. Und auf der anderen Seite runter. Hier lang. Hier lang hangeln, dann einen beherzten Sprung hier rüber. Und gekonnt auf dem Brett landen, um hier hochzukommen. Nee. Warte mal, es müsste eigentlich so gehen, genau. Muss man nicht einmal aus dem Rumpf klettern. Genau, und... Na, erkennt das wieder. Hier waren wir doch schon mal. Ich kann halt die Mission hier in der Engelsburg nicht auseinanderhalten. Nicht entdeckt werden, ne?
Alles klar. So, jetzt geht's, glaube ich, hier hoch, oder? Ja, genau. Ich glaube, das letzte Mal waren wir auch schon nicht in der Bibliothek, oder? Kann man hier die Regale hochklettern? Ja. Was? Ich konnte nicht hören, was er sagt. Er ist so laut gestorben. Ups. Er ist zu schnell. Tschüss. Och nee, ist jetzt nicht wahr, oder? Oh Ezio, du bist einfach so kernbehindert, du Arschloch. Boah, ey, gib mir die Scheiße auf die Eier. Na klar, und jetzt muss ich den gesamten Part nochmal spielen hier drin. Ich hatte eine frische Ladung. Boah, ey, geht mir das auf den Sack. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Ich sollte eventuell mal mein Ladekabel austauschen. Ja, und dann fragt man sich, warum ich keinen Bock auf Assassin's Creed habe. Ganz ehrlich, wenn halt so eine Scheiße einfach nur passiert. Weißt du, das ist einfach nur unnötig. Und das hat nichts mit Gameplay zu tun, das ist einfach Scheiße. So, hoch hier. Runter. Also sorry Leute, wenn euch das nervt, wenn ich mich darüber Hey, das kann doch jetzt nicht wahr sein! Also an einem gewissen Punkt tut es mir auch einfach nicht leid, dass ich mich aufrege. Weil das... Was anderes geht einfach nicht. Sowas zackt einfach nur. Weißt du, dass das Gameplay so kacke programmiert ist? Dass so eine Scheiße passiert. Von Spielen wie Dark Souls bin ich es gewöhnt, dass es scheiße programmiert ist. Aber Assassin's Creed ist nicht so ein Spiel, das auf Arschloch gebaut sein soll. Ey, ja, wäre der jetzt abgeschmiert, ich hätte die Folge beendet. Und dann sind die Checkpoints halt so dumm gesetzt einfach nur. Ja, stirb einfach, du Wichser. Geh mir nicht auf die Eier, Junge. Weißt du, und bei so einer Kacke, natürlich haben die Leute keinen Bock mehr auf die Stealth-Mechanik. Weil es einfach viel einfacher ist, hier Amok zu laufen. Und wenn man dann denselben Part tausendmal spielen muss, weil das Gameplay natürlich scheiße programmiert ist und er immer irgendwo hinspringt, wo er nicht hin soll, dann läuft man halt Amok. Weil man einfach irgendwann keinen Bock mehr hat. So. Mann, es muss jetzt echt mal raus. So, und jetzt spring ich gleich mit in den Abgrund.
Mann. Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein, hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das gabst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein. Habt ihr? Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich. Es war nicht meine Entscheidung, Monteriggioni anzugreifen, es war deine. Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist es nie genug. Cesare! Er will dich vergiften! Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater, erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle! Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich! Und will ich euren Tod? Sterbt ihr! Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist! Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat? Cesare, ich bin's, deine Königin. Du bist meine Schwester, mehr nicht. Wo ist er? Du hast mich nie geliebt? Wo ist der Apfel? Sag es! Tja! Sag's mir! Schneller als Cesare den Edenapfel erreichen. Ja, mit etwas Verzug beende ich die Folge an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet trotz meines kleinen Ausrasters Spaß. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.